von dem Posten aus angegriffen. Ah, jetzt weiß ich immer, warum ich da auch angegriffen wurde. Ascht sie ein. So. Na, alles klar. Über das ganze Meer verstreut die Einzelteile von dem Fahrzeug. Ich glaube, ich werde seekrank. Leicht und schnell. Leicht und schnell. Wir sind zu schwer. Werft überflüssigen Ballast über Bord. Hey, warte. Nein. Nicht ich. Captain über Bord. What's up? Wir gehen unter. Macht es. Putz. Wartet. Wasser hier, wartet. Oh ja. Schön Wetter heute. Das wird passen. Und zack. Lol. Hahaha. Schönes Wetter heute. Ist die Segel. Ich gebe das für Schuss. Oh. Da kommt noch ein Feuerschiff mit. Meine Chronos machen das natürlich platt. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Nom nom nom. Lecker Schiffchen. Kein Problem. Kein Problem. Ja, bitte. Ich bin seekrank. Machen wir mal eine Transportschildkröte. Wir wissen ja, die Wüstenreiter haben da sowas. Bei der zweiten Mission. Was habe ich letztes Mal noch eigentlich mitgenommen? Auf jeden Fall hier meine Helden. Die Dinge, ich weiß gar nicht mehr, habe ich noch einen Allosaurus mitgenommen? Ich mache mir mal schnell einen. Ah ja, jetzt kommen die her, weil sie denken, sie könnten mich jetzt angreifen. Und jetzt verpissen sie sich wieder. Boah, der Nachteil an dem Trike ist einfach. Dass es hier kein Dingens hat, kein Gift. Oder eher gesagt, kein Gift abbekommt. Brachio-Rüstung schon? Ja, die Brachio-Rüstung habe ich schon. Okay. Lag vielleicht daran, weil ich hier so einen normalen Brachio hatte. Weiß es nicht. Was gibt's? Ich wiese nichts. Leicht und schnell. Ich wiese in Wasser nichts. Leicht und schnell. Nur mal langsam. Alles ist vergänglich. Okay. Ja? Ja? Was dann? Ich spüre die Kraft. Mein Bogen ist bereit. Was wollt ihr? Hier! Hier! Ein Land geplant? Was für ein Spaß! Ja! Genug Platz für alle. Lol.
natürlich. Ich werde sehen. Oh, jetzt greift die Reisfelder an. Das wird ihr aber jetzt richtig wütend machen. Boom. Oh, jetzt wollte er gerade noch das Reisfeld reparieren. Was wollt ihr? Oh. Moment, nein, 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 nein. Erstmal hier angreifen. Schönes Wetter. Bam. Wird er erstmal vergiftet. Ich werde. That's super. Aufgeladener Angriff. Schuss, bam, Reisfeld kaputt. Deren beste Nahrungsquelle ist down. Das wird diese Japanesen-Typen da ganz sicher nicht erfreuen. Ich will kämpfen. Okay. Kronos, kümmert euch um das Schiff. Ich muss mich das mal so vorstellen, als so ein paar Riesen-Kronosaurier herkommen und dann einfach mal so so das Schiff zusammenfressen. Ah, das passt. Nur förmlich. Sie dürfen nicht entkommen. Aufgabe. Und am Anfang so ein Brachiosaurus zerquetscht wird. Also normalerweise ist es ja eigentlich so, der müsste eigentlich nur einmal so einmal aufstampfen, einmal so. Und dann so in den Boden reindrücken. Und dann bleibt nichts mehr, nicht mehr viel von einem übrig. Geht los? Rock'n'Roll. Gott, das sind zwei. Zwei Angreifer! Endlich Action! Ich mach das Ding noch kaputt und dann kümmere ich mich auch nicht um euch, Bimbos. Nächste Aufgabe. Ich hätte da eine Idee. Die will ich aber nicht hören. WhatsApp, ich will keine Nachrichten hören. Hä? Ach, Bela ist ja auch schon auf der vierten Stufe. Ja, bitte. Das könnte funktionieren. Du kümmerst dich hier schon mal um den Turm. Um das Türmchen, Babürmchen. Hier macht jemand Turm kaputt. Du machst auch mal den Turm kaputt, weil der macht dir ordentlich Schaden. Zwar nur ein bisschen, aber nein. Nächste Aufgabe. Platz da. Yippie! Yeah! Rock'n'Roll! Jedes Türmchen ein Würmchen. Schönes Wetter. Däumchen werden Träumchen. Wasservieh ist wartet. Müssen die nicht Kopfschmerzen kriegen, wenn die mal hier so immer mit ihrem Kopf dagegen rammen? Mehr als präzise. Wir sind doch eine menschliche Ramme. Und dann, wo hätten die das so bei den, hätten die hier bei der Rammeinheit da so reingepackt, so, hast du mal ein Aspirin? Oh, ist ja irgendwo richtig, richtig genial geworden. Hast du mal ein Aspirin? Da lang. Ja, bitte. Das wird funktionieren. Aber ich glaube, dafür könnten sie verklagt werden. Funktionieren. Hier die guten Sunflowers, die aufgekauft wurden. Von, glaube ich mal, Ubisoft, oder? War es Ubisoft? Ich weiß es nicht. Genau getroffen. Wir produzieren eine zweite Schildkröte für die Invasion. Ihr denkt euch jetzt, was für eine Invasion. Die Invasion wird bald noch stattfinden. Von da oben. Hm, was, wie viel? Oh, 5000, 10.000. Von hier. Dafür brauchen wir eine Invasionsarmee. Vor allem eine gute Flotte. Weil wir haben hier ganze 6.000. 315 Stein. Und da würde ich mal sagen, die hole ich mir. Und dann so in den Nachrichten,
Überfall auf Piraten. Wegen Steinen. Arbeit wird gemacht. Wo ist der? Ach, der war mir jetzt bei der Verteidigung mit dabei, oder was? Was hast du vor? Stell dir so vor, Arbeiter kommt so hin und so. Fatsch, fatsch, bringt zwar nichts, schlägt auf irgendwie. Schlägt auf irgendeinen ein, aber trotzdem, es bringt nichts. Wie die einfach hier Knochen benutzen. Lol, da ist ein Artefakt. Welches? Ach, Dampfturbine. Produktionszeit, die. Ne, reduziert die Produktionszeit für alle Schiffe des Spielers. Hey, wo erwartet ihr? Cool. Geht's los? Und los! Cool! Das ist ja richtig Quell. Alter. Quell. Neues Wort erfunden. What's up? Mr. Asker erfindet neues Wort. Und zwar Quell. Arbeit? Ja, ihr sollt kein Holz. Kein Holz fällen. Hier geht es auf die Schildkröte. Und werdet dann ungefähr hier abgesetzt, ja? Das wäre richtig Quell. Geht's los? Rock'n'Roll! Alter, Quell. Das ist genauso wie ich immer statt super, super sag. Ich mag das. Lol, was ist. Lol, das Brachiokatapult. Was ist mit dem Brachiokatapult? Sag jetzt nicht, dass das wirklich tot ist. Lol, das ist tot. Wie ist das denn bitte gestorben? Ah, alles klar. Ich geh vor. Instant Kill oder was? Gepanzert in die Schlacht. Ah, alles klar. Nur mal langsam. So, die bring ich jetzt dahin. Schönes Wetter heute. So, dann werde ich mich um die Baryonyx kümmern. Die haben mir schon ein bisschen was von den Feuerschiffen anscheinend abbekommen, so wie ich das sehe, weil einer verwundet ist. Der läuft da weg. Da gibt es aber keine Gefahr gerade. Wobei, sind die eine Gefahr? Ich würde nein sagen. Oh oh. Komm her. Mit Leichtigkeit. Du abgeranzter Katamaran. Mit Leichtigkeit. Greift an! Oh, da ist eine Masse. Den können die Kronos sogar angreifen. Ein Monsterschlamm. Nein, nicht, nicht auf den Katamaran. Okay, dann greift der Katamaran das Netz jetzt an. Oh. An 10 Giftschaden gestorben. Normalerweise müssen die mit einem Happen die verschlingen. So groß wie die Viecher sind. Arbeit. Genug Platz für alle. Und jetzt gucke ich da mal. Ah ja, das sind Gegner. Mal gucken, was da so ist. Aber ich kenne die Map nicht auswendig. Hier ist so ein Hafen, von da aus kann ich echt gut angreifen. Oh, da ist ein Baum umgefallen. Gerade. Oh, da sind zwei Fischerboote. Von den Reisfressern. Oh, wie rassistisch. Ich habe Reisfresser gesagt. Wie schlimm. Der geht unter. Lass uns gehen. Pass dir's an. Schon
Kamikaze Attack. Das ging letztes Mal besser. Da mache ich das Schiff hier mal kaputt. Und hier... Oh, da kommt jetzt hier so die halbe Armee oder was? Mit 50 Strikes. Mit einem Mörser. Belagerungsweapon. Können sie noch reparieren, aber mehr können sie auch mit dem alten Ding nicht mehr anfangen. Mache ich mir gleich zwei. Davon auch zwei. Tödlich. Alles klar hier oben. Machen wir mal einen Stego. Einen Stego Transporter. Nein, nicht. Mobiles Feldlager. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich so. Weil ich mache den Brachio hier zum mobilen Feldlager. Lol. Ich kann den nicht zu einem mobilen Feldlager machen. Wieso das nicht? Was für ein Spaß! Alles klar hier oben. Ja. Hä? Ja. Na? Ah, bei Fähigkeiten. Achso. Ja, dann komm, bist du zum mobilen Feldlager umgebaut. Katamaran sticht in See. Brachiosaurus bereit. Ja. Ja. Ich warte. Ich warte. Zu Diensten. Zu Diensten. Ich warte. Ja. Ja. Bronosaurus ja. Bereit. Da lang. Los geht's. Was muss erlegt werden? Was muss erlegt werden? Was seid ihr? So, sind die auch schon mal so sicher? Bereit zum Kampf. Mit Sicherheit. Wird gemacht. Würde ich behaupten. Wird gemacht. Bronosaurus bereit. Alles klar hier oben. So, mobile Feldlager kann auch produzieren. Nächste Aufgabe. Das ist sehr knorke. Okay. Wo ist denn das eine? Transportschildkrötengedöns. Will ich noch irgendwas haben? Das will ich hier haben. Noch. Zweites Katapult auf jeden Fall. Ah ja. Da haben wir schon die Kavallerie. Und mehr Tiereinheiten brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Zwei Krieger. Ich mache noch ein Stego für alle Fälle. Ein Stego für alle Fälle. Und den Rest lasse ich einfach für Kronosaurier. Frei. Ich lasse das. Den Hafen mal hier in der Nähe fischen. Produzieren wir noch zudem zwei Kronos. Und hier wird euch angegriffen. Ihr seht schon kommen. Und greifen seine Samurai am besten an. Die gleich eh herkommt. Was hast du vor? Toll. Ihr geht wieder rein. Was fällt denn ein? Jetzt anzugreifen. Das könnte funktionieren. Jetzt könnten wir vielleicht mal angreifen.
Platz da. Alles klar hier oben. Alles klar hier oben. Allzeit bereit. Ausgezeichnete Wahl. Okay. Schönes Wetter heute. Ist die See. Schrecken See. Schönes Wetter heute. Ach, da ist der nächste Chrono. Schönes Wetter heute. Ist die See. Dann würde ich sagen, dann starten wir schon mal die Belagerung. Bombardement von See. Und die müssten jetzt eigentlich, die vier Stück hier müssten eigentlich eventuell so ein Feuerschiff oder sowas in 0, nix zerlegen können. Da ist es ja wieder. Ein Landgeplan? Wie drehen wir klein? Du wirst nicht mehr allzu lange leben, du Arbeiter. Der geht unter. Wie wär's mal mit dem Hafen angreifen? Das wäre schlauer. Oh, Fischerboote. Reisfischer. Leicht und schnell. Gut. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir noch einen zweiten Allosaurus. Und dann können wir die Belagerungsflotte schon fast abschicken. Wir müssen nur noch dafür sorgen, dass die hier mal ein bisschen Chaos verbreiten. Oh, die machen dieselben Fehler wie beim letzten Mal. Die schicken hier ihre Arbeiter hin, um Nahrung zu sammeln, weil die Nahrung weg ist. Leicht und schnell. Sind die unter Beschuss? Giftete Arbeit ist schon was Schönes. Ist die Segel. Steckt im See. Schönes Wetter heute. Leicht und schnell. Ist die Segel. Mit dem See. Mit Leichtigkeit. Sind wir unter Beschuss?